Robert Beetz finde ich absolut genial. Ich habe mal zwar von jemandem gehört, der bei ihm war und für ihn sogar gearbeitet hat, dass er hinter den Kulissen ganz anders ist. Aber seine Videos, muss ich tatsächlich sagen, sind für den deutschsprachigen, als deutschsprachiger Coach, nicht spiritueller Lehrer. Ich sehe ihn nicht unbedingt als spirituellen Lehrer, wobei er, also in Sachen Non-Dualität und spirituelles Erwachen, aber in Sachen Zurückbesinnung auf das Wesentliche, glaube ich, ist er der Beste. Also, er ist definitiv besser als diese ganzen spirituellen YouTuber, die irgendwie von Energieportalen reden. Er sagt auch, wenn, was ich auch schön finde, ist, dass er Dinge wiederholt, die für ihn die absolute Wahrheit sind. Wenn er jetzt zum Beispiel sagt, so, wenn er sagt, so, um was, wenn es um Erfüllung geht, ja, des Lebens, wohin guckst du? Dann sagt er, dann macht er mit der Hand hierhin und sagt dann, darum geht's. Und sagt dann erst in zweiter Linie um das Herz oder Herzchakra. Und alleine schon, dass er bevor was sagt, nur dahin zeigt, zeigt schon, dass er auf etwas deutet, was man eh nicht mit Wörtern beschreiben kann. Also aus meiner Sicht ist Robert Beetz ein absoluter Geschenk. Ein absolutes Geschenk für den deutschsprachigen Coaching-Raum und für die Leute, die Selbsthilfe machen wollen und ihr Leben auf die Reihe bringen wollen. Ich würde alle anderen gar nicht zuhören. Also Robert Beetz alleine reicht vollkommen. Was ich mich ein bisschen gewundert hat, ich glaube, er hat seit einem Jahr keine Videos mehr gemacht. Da weiß ich nicht, was abgeht, was da passiert ist. Muss ich mal nachforschen. Vielleicht weiß jemand, kann kommentieren. Ansonsten Eckhart Tolle hören, aber er redet ja auch von Präsenz, Präsent sein und so, Robert Beetz. Und wobei Eckhart Tolle, das ist, was ich bei Muji sehr mag, ist, er geht extrem tief, was das spirituelle Erwachen angeht. Der Eckhart Tolle ist immer so, ja, nimm halt die Präsenz wahr, den Raum der Präsenz, so nimm das jetzt wahr. Aber Muji zeigt eher so noch so ein bisschen auf den mystischen Aspekt des Ganzen. Das macht Eckhart Tolle nicht so sehr. Und Robert Beetz ist natürlich, sagen wir, fast gar nicht im Mystischen sozusagen. Aber er ist halt mehr so im spirituellen Coaching-Bereich. Und dafür muss ich sagen, ist er tatsächlich aus meiner Sicht einer der Besten. Und das meine ich nicht wegen seiner Aussprache und wegen seiner Klarheit, also verbalen Klarheit. Er ist ein sehr guter Narrator oder Orator. Er kann sehr gut sprechen und sehr klar und schön, hat eine gute Stimme dafür, auch die so ein bisschen hypnotisch wirkt. Das macht ihn wahrscheinlich, macht es für ihn leichter, um an eine große Masse ranzukommen. Aber mir geht es tatsächlich nur um den Content und ob und eine gewisse Authentizität ist hundertprozentig dabei, ja. Ich glaube tatsächlich, dass er für sich vieles erkannt hat, was absolut wesentlich ist. Ich habe zum Beispiel Sonja von Staden oder diese ganzen anderen, ich habe die niemals von irgendwie von Herzchakra gehört. Robert Beetz macht es gleich im ersten Video, was ich von ihm sehe. Also ich würde sagen, Robert Beetz ist der beste Coach Deutschlands, würde ich jetzt so sagen, für den Selbsthilfebereich. Absolut.